Ring hat sich also tatsächlich damit beschäftigt, möglichst autonom zu arbeiten. Also das ist so typischerweise, Sie gehen in ein Programm hinein, aufgrund Ihrer Leistung in ein Programm wird dann das nächste dann adaptiert und gezeigt und Sie kommen dementsprechend im Programm weiter. Das heißt, man versucht wirklich komplett automatisiert, ohne eigentliche Lehrperson dahinter zu arbeiten. Das ist das Feld des Educational Data Mining mit künstlicher Intelligenz. Und dann gibt es also diese zwei Bereiche, die heißen also Learning Analytics und Academic Analytics. Sie sehen, die haben natürlich Schnittbereiche, wahrscheinlich ist der tatsächlich viel größer. Und Academic Analytics beschäftigt sich jetzt eigentlich mit dem Thema Datenanalyse im Sinne der Universität organisationell eigentlich. Also da geht es darum, nachzudenken, wie können wir irgendwelche Prozesse optimieren. Also da geht es nicht ums Lernen, um den eigentlichen Lehrprozess und das Lernen, also Learning Analytics, da geht es dann wirklich darum, dass man eben Aussagen auf das Lernen treffen kann. Und das, was also sehr wichtig ist, und das ist unsere Gruppe, das haben auch diese Forscher dieser Gruppe immer ganz klar postuliert. Es gibt also hier diese Blackbox, die kann für Sie auch Blackbox bleiben, das ist also gar nicht so dramatisch, das ist die Datenanalyse, die läuft im Hintergrund, aber es ist so, dass wir sehr stark die Lehrperson im Zentrum sehen, ja, weil wir unterstützen nur mit Daten. Also es hat bei uns keiner den Anspruch zu erheben und sagen, aufgrund unserer Datenanalyse können wir Ihnen ganz gesichert sagen, die Person A ist gut, die Person B ist schlecht oder sonstiges, sondern es geht darum, dass wir unterstützend Maßnahmen setzen, Datenanalysen präsentieren können, wo wir hoffen, dass es der Lehrperson Entscheidungen abnimmt, leichter fällt, Sachen zu erkennen, die sie vorher vielleicht gar nicht erkennen konnte. Und daher versuchen wir daraus mit der Lehrperson, also die Lehrperson leitet aus dem pädagogische Konsequenzen ab und im besten Falle verändert es natürlich auch die pädagogische Umgebung wieder, das heißt, sie verändern ihr didaktisches Setting, sie verändern vielleicht den Unterricht, legen ihn anders aus, weil sie irgendwas aufgrund der Datenlage gesehen haben und das Ganze ist ein Kreislauf. Und das Wichtigste ist, im Zentrum steht die Lehrperson. Ja, also wir können ohne die Lehrperson mit diesen Learning Analytics Daten nichts machen. Also das funktioniert nicht. Das haben wir auch in vielen Versuchsergebnissen gesehen. Das lässt sich gewisse Sachen nicht ausschalten. Kurzum, es geht immer um Daten. Ja, also die ganzen Dinge, it's all about data, ist also ganz wesentlich. Das heißt also, ja, wir sammeln Daten im Hintergrund und mit der Idee, tatsächlich also daraus etwas ableiten zu können. Ja, und dann muss ich, sieht man dann, wenn man sagt, ja, was machen dann diese Learning Analytics Leute? Da habe ich einmal eine schöne Grafik erstellen lassen, wo man sieht, also mit was beschäftigen sie die wirklich. Sie sehen da zum Beispiel, geht es um MOOCs, also Learning Analytics und MOOCs. Die machen Social Network Analysis zum Beispiel. Also das geht in alle Richtungen. Also das ist nichts, wo man sagen kann, ja, das geht um so, sondern die einen visualisieren, die anderen nehmen Daten aus diesem System, die anderen aus diesem System, die anderen führen Daten zusammen und so weiter. Das Feld ist unglaublich breit und groß, weil also Daten quasi heute überall produziert werden. Also Sie sind ja selbst eine Datenproduziermaschine, Sie haben ein Gerät eingesteckt, das also so viel Daten produziert, da können wir relativ viel machen damit und die Idee ist also quasi aus irgendwie Rückschlüsse zu ziehen. Ja, das Potenzial, und das ist, da stehen wir am Anfang, also wir haben also auch in unserer Geschichte vielleicht viele Sachen auch schon gemacht, händisch, ja, mit Stricherlisten oder sonstiges, wir haben versucht in Excel-Listen gewisse Dinge zu machen. Heute ist es so, dass wir halt versuchen, das automatisiert abzugreifen und daher in Datengrößen kommen, die vorher nie denkbar waren. Also wenn man in die Literatur schaut, dann sehen Sie mal, da hat jemand 100 Studierende untersucht, indem er über 2 Jahre eine Langzeitstudie gemacht haben. Das wirkt heute vergleichsweise lächerlich, weil da stellt man ein Programm online und lässt dann bei 1000 Leute drüber, dann haben sie einen Datenschatz, der ganz anders operiert, ja, und statistisch gesehen ganz anders wirken kann. Und tatsächlich ist es halt so, die Idee, dass man damit Sichtweisen gewinnen kann, ja, nicht muss, kann. Aber, ja, das leider ist dann, da gibt es nur so Aber. Ja, also wir Informatiker halten es gern also mit Erika Naon, wenn Sie das so schauen, die sagt, die Struktur des Netzwerkes ist reichhaltig und vielfältig und Sie können dem Muster schwer entkommen. Ja, also das heißt, dass auch wenn Sie noch so penetrant und versuchen irgendwie zu verschleiern, wer Sie sind, es gibt also Verhaltensmuster auf Ihren Rechner, wo man vielleicht Rückschlüsse ziehen kann, dass wieder diese Person ist. Ja, also Google macht das sehr gut mittlerweile, Sie kennen alle diese automatisierten Werbeanzeigen und das Ganze wird immer besser. Ja, dann müssten Sie sich fragen, warum werden die immer besser? Ja, weil also die Muster erstellen können. Ja, und aufgrund der Muster können Sie wieder irgendwie Rückschlüsse ziehen. Also Google zum Beispiel hat 80 verschiedene oder 90, 100 verschiedene Programme und Sie müssen nur in einem eingeloggt sein im Hintergrund, wo Sie gar nicht mehr wissen, dass das
als Google gehört, und damit weiß Google, wer sie sind, ne? Und damit können die wieder Muster erstellen und so weiter. Also unterschätzen Sie das nicht, also die Idee zu haben, man kommt an diesen Daten vorbei, ist schwierig, ja? Also muss man einfach nüchtern sagen, also auch ich habe das irgendwann einmal zur Kenntnis nehmen können. Das heißt, also man geht also davon aus, dass diese vollständige Anonymität also eigentlich nicht mehr gegeben ist. Ja, das ist eigentlich eine fast zur Tatsache. Wir haben auch keine gute technische Lösung dafür, wo man sagen, wir könnten das jetzt verhindern oder sonstiges. Es gibt noch ein paar Leute, die mit 4 verschiedenen Browsern und 5 Rechnern arbeiten. Das war einer von WikiLeaks, der hat 4 Rechner gehabt und der hat gesagt, ja, wahrscheinlich haben sie mir schon wieder erwischt. Also die waren wirklich also massiv unter Beschuss. Da geht es also dann um Leben und Tod teilweise. Und auch der hat gesagt, na, 4 Rechner und der eine ist super geheim und der ist abgeriegelt und er hofft, dass den niemand findet und so. Aber es ist einfach schwierig. Ja. Also Sie wissen, CIA und sonstiges, Sie kennen die Debatten, Russland und bla bla bla, also da ist schon was dran. Und es gibt dieses schöne Informatiker-Sprichwort, kann man sich auch merken, alles was mit Daten passieren kann, wird irgendwann passieren. Ja, das liegt ein bisschen in der Natur der Sache der Menschen, es gibt immer Gut und Böse und alles was wir Gutes machen können, können wir auch wahrscheinlich auch Böses damit machen. Die Frage ist halt, ob wir jetzt uns den Fortschritt verweigern, weil irgendwann jemand was Böses damit machen kann oder wie man das sinnvoll macht. Wir stehen auf der Meinung, Medienkompetenz aufklären, Kindern auch zeigen, wie Dinge funktionieren. Wenn wir, denn die wissen, wie sie funktionieren, gehen sie vielleicht verantwortungsbewusst damit um. Und ich hoffe, man erzieht die Gesellschaft in die Richtung, weil dann wissen sie, was die NSA gemacht hat. Es ist ja erstaunlich, dass Europa kaum einen richtigen Aufschrei in der Gesellschaft produziert hat, wenn die Amerikaner alles mittracken, was wir so machen. Aber ist offensichtlich jetzt die Medienkompetenz der Gesellschaft nicht so hoch, dass es echt eine dramatische Auswirkung eigentlich ist. Das ist die größte Spionage, die es jemals gegeben hat. Ja, also den ganzen sehen wir auch Grenzen. Also es gibt sehr viele Fragen, die wir stellen zum Thema Learning Analytics. Und also wir versuchen natürlich auch das immer wieder selbst, also uns selbst zu hinterfragen. Da gibt es so Themen wie die Privacy. Das heißt, also wie ist der Umgang mit den persönlichen Daten? Welche persönlichen Daten werden in Systeme eingespeist? Was müssen wir tatsächlich wissen? Dann steht natürlich als nächstes die Frage, wer darf denn diese Daten einsehen? Ja, also wer hat denn überhaupt Zugriff? Sie werden erstaunt sein, also was Gemeindebeamte oder Gemeindebeamtin alles so von Ihnen sehen darf. Ja, der hat nie die Erlaubnis gekriegt, aber der Einfachheit halber hat mir den Zugang gegeben. Ich war ganz erstaunt, dass die meine Telefonnummer hat, weil die nicht einmal im Telefonbuch ist. Sie hat gesagt, ja, sie kann ja auf die Datenbank dazugreifen. Ich dachte, ne, das ist ja spannend, für das habe ich dazu gesagt, sie soll nicht öffentlich sein. Und da gibt es viele Löcher, ja, die wir kaum kontrollieren können. Das ist also sehr schwierig, ne, weil Sie wissen sehr, Sie geben ja auch gerne mal einen Zugang weiter und sagen den Kollegen und schauen Sie mal rein da. Und da kriegen Sie eher Bauchweh, also wenn Sie merken, dass zwar offiziell das niemand haben kann, aber inoffiziell doch viel geht. Dann natürlich die Transparenz. Das heißt, man soll natürlich auch immer darstellen, was wird denn eigentlich gesammelt und was wird denn ausgewertet. Ja, also dass man nicht hergeht und sagt, um Gottes Willen, greifen die auch meinen Browser ab oder ist es wirklich nur die Rechnung, die sie da machen. Dann natürlich etwas, das heute so gut wie kaum noch funktioniert. Was wird denn gelöscht und wie wird gelöscht? Also kann ich aus guter Erfahrung sagen, wir löschen gar nichts, ne? Weil zum Schluss brauchen wir das ja wieder mal und in irgendeinem Backup gibt es das sicher noch. Also als Informatiker manchmal hat man das Gefühl, das Wort löschen existiert ja gar nicht. Vielleicht dann, wenn man den Rechner tatsächlich verschrottet. Aber eigentlich, also das mit dem Löschen ist also so eine eigene Geschichte. Man kann sehr viel wiederherstellen. Und dann gibt es die andere Seite, natürlich die Sicherheit. Also wer muss es geheim halten? Wie schaut es mit der Vollständigkeit der Daten aus? Wie sind sie verfügbar? Wer kann in welcher Form zugreifen? Wie schaut es natürlich jetzt, wenn ich Learning Analytics auch schon mit dem Fehlerbereich der Analyse an? Das ist jetzt schon inhaltlich. Das heißt also, natürlich haben wir auch nur Daten, wenn die fehlerhaft besetzt sind, dann können diese Daten vielleicht gar nicht das aussagen, was sie Ihnen davor suggerieren. Ja, das heißt also, sie bräuchten auch eine sehr hohe Kompetenz im Bereich der Statistik. Ja, man sieht also, was bei Trump passiert hat, wo die Bevölkerung auch geglaubt hat, die Umfragen stimmen nicht und 50%, das ist immerhin eine 1-zu-1-Chance. Ne? Also das hat eigentlich, haben viele Vorhersagen das ja auch gesagt. Gesetze, die eingehalten werden müssen, das ist auch etwas, wo man immer nur hinterherhinkt. Also wenn Sie die Datenschutzlage in Österreich und darüber hinaus anschauen, das ist eigentlich eher traurig, weil die diskutieren über Dinge, die eh nicht mehr zu diskutieren sind, sondern eigentlich sind wir schon ganz woanders wieder. Und natürlich dann zum Schluss die Frage, wem gehören die Daten eigentlich? Ja? Also
wenn ich jetzt sammle, gehören sie dann mir oder gehören sie doch der Person? Und so eindeutig ist es dann nicht geregelt, weil jedes Land ein bisschen andere Sicht darauf hat und sie ja gar nicht wissen, wo der Server steht. Wenn er den in Indien aufsteht, dann haben sie vielleicht gar keine Chance. Dann ist es dort so, dass das automatisch der indischen Regierung gehört, ich weiß es nicht. Und so genau haben wir uns nie alles durchgelesen. Ja, und da sind viele Fragen dahinter, die echt schwerwiegend eigentlich sind, wenn man diese Dinge bedenkt. Na gut, jetzt habe ich gegen die eigene Profession geredet, ne? Und warum wir das machen, aber ich habe das Gefühl, also wir können nicht dem ganzen Gesetze aufdoktrinieren, sondern eigentlich geht es um den Umgang. Also wenn ich Kindern, Jugendlichen, Schülerinnen, Studierenden das erkläre, dann werden sie vielleicht darüber nachdenken, ob sie jetzt irgendein Programm nutzen oder nicht. Und wenn sie es nutzen, dann wissen sie das und sind nachher nicht überrascht, dass also irgendwas da aufgetreten ist und dass Google also mehr weiß, als sie vielleicht wollten. Und vielleicht wollten sie auch, dass sie das wissen, ist ja auch gut. Also geht ja auch um die Verantwortung. Gut, also Learning Analytics, um das also abzuschließen, die Frage, was ist Learning Analytics, ist die Interpretation von lernerspezifischen Daten, geht also wirklich um den Lerner und die Lernerin, um aus unserer Sicht diesen individuellen Lernprozess, ja, weil also wir tatsächlich auf die Person das runterbrechen können, gezielt zu verbessern, unter Berücksichtigung auch der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ja, das hoffen wir und glauben Sie mir, in Österreich und Deutschland sind wir vergleichsweise, was die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind, eh Schlaraffenland. Das heißt also, wir sind sehr, sehr restriktiv. Das heißt also, hier was zu machen, wenn wir uns aufregen, dann müssen wir einmal woanders hinfahren. Ja, also da gibt es überhaupt keine Gesetzeslage und da ist alles wurscht. Und wir sind also sehr konservativ in der Datenhaltung, was uns manchmal den Weg wahnsinnig erschwert, weil auch zu konservativ kein guter Weg ist. Ne? Gut, die Frage ist, wozu brauchen wir denn das dann? Wenn es eh mit den Daten ist und können eh so weiter wursteln wie bisher, was machen die denn da wirklich damit? Jetzt habe ich so Beispiele mit Datenanalysen, also teilweise sind das also aus Forschungsprojekten bei uns, teilweise habe ich die woanders auch von anderen Projekten. Da sieht man zum Beispiel die Multiplikationstafel von zweistelligen Multiplikationen, die man also abgegriffen hat und aus dem werden diese Bilder generiert. Ja, und da kann man also feststellen, wo also die Menschheit die schwierigsten Probleme hat mit der zweistelligen Multiplikation. Und wenn man das Gefühl hat, man möchte das verbessern, dann würde ich also dort eingreifen. Also es macht wahrscheinlich wenig Sinn in dem Bereich, wo das eh jeder kann. Da machen die Beispiele weniger Sinn, sondern also da oben sehen Sie, sind die Schwierigkeiten, da passieren die meisten Fehler und aufgrund dieses Bildes kann man natürlich den Unterricht drehen etwas, ne, und sagen, okay, jetzt weiß ich also, wo die eigentlichen Problemlagen liegen. Das ist ein sehr einfaches Beispiel. Spannender wird schon bei Datenfolgen. Das heißt also, jetzt ist das eine Folge, die heißt, war richtig. Ein Kind oder Schülerin hat einmal eine richtige Antwort eingegeben, einmal eine falsche angegeben. So, mit 25%iger Wahrscheinlichkeit ist also die nächste Antwort richtig. Ja. Mit 70%iger Wahrscheinlichkeit komme ich wieder in war richtig rein, wird die nächste wieder falsch. Und wenn man schaut, in der dritten Reihenfolge tritt es wieder auf. Das heißt also, wir sehen aufgrund der Datenfolge mit 80%iger Wahrscheinlichkeit, wenn sich zweimal wahr richtig wiederholt hat, dass das Kind aus diesem Loop nicht mehr rauskommt. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das feststellen können nach 4 Rechnungen in einem Heft, ne, wo Sie sehen, also aha, wahrscheinlich wird das Kind in der 5. Rechnung wieder diese Geschichte machen. Das können Sie dieses Muster nicht erkennen. Also wir versuchen Muster zu erkennen und können mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, Hilfe, das Kind hat hier ein Problem. Helfen, bitte, schnell eingreifen. Ja, da müssen wir schauen, da offensichtlich kommt die gerade in einen Daumel rein, wo das nicht weitergeht. Mit relativ hoher Trefferwahrscheinlichkeit, was durchaus spannend ist. Ja, dann sieht man sowas wie Aktivitätsprofile, wo man sich zum Beispiel anschauen kann, da war der Vergleich zwischen Studierenden und Lernern, wie schaut es mit der Aktivität aus. Ne, man sieht also, dass die Personen, ich glaube, das ist diese Gruppe im Forum, diese Dreiecksgruppe intensiver unterwegs ist. Ja, also in der Masse sieht man, dass die eine Gruppe, die hat man freiwillig lassen und die andere Gruppe, die war stärker geführt und hat man auch gewisse Leistungsnachweise gefordert, die war dann auch durchaus wenig überraschend, aber intensiver am Werk. Ne, also man sieht das Aktivitätsprofil, wird also durch die didaktische Maßnahme gesteuert, ist da die Aussage. Also man sieht, das macht mehr Sinn, die zu fordern, weil dann wird die Aktivität höher und es passiert also auch mehr. Das sieht man da hier oder hier sieht man zum Beispiel, wann wo im Forum gelesen wird. Ja, also das sind so typische Sachen. Also Sie sehen in Österreich von 6 Uhr bis ungefähr Mitternacht, ne, ist die Spanne, da ist also der Grund, dann geht der Österreich schlafen, ja, und danach geht es wieder los. Ja, also das sehen wir zum Beispiel, also das ist eine spannende Frage, ganz einfach, wann updaten Sie einen Server, dann können Sie den bitte nicht zwischen 6 Uhr und Mitternacht, weil da sind die Leute unterwegs und tun viel. Und das Lernen, wie Sie sehen, findet immer statt.
Das ist nicht so, dass es nur bis 16 Uhr geht und dann geht man nach Hause. Also vor allem bei den Studierenden oder so geht es dann erst los. Ja, also bis Mitternacht ist das also für uns ein völliges normales Profil. Ja, etwas, wo ich mir sehr schwer tue, aber das sind reale Beispiele, sind Voraussagen. Ich erzähle Ihnen die Geschichte dazu, das ist also nichts gelogen, das ist also eine belgische Universität, also der Westen Europas, machen wir es einmal so, macht Folgendes, und zwar die haben die Idee zu sagen, naja, jeder Studierende, der bei uns studiert und den Bachelor eh nie fertig macht, kostet uns einfach nur Geld. Das ist ein ökonomischer Ansatz, ja, und das bringt uns eigentlich nichts. Und wir müssen die Leute so schnell wie möglich rausfiltern und aus dem System entfernen, ja, damit wir die anderen, die doch willig sind und fertig werden wollen, besser fördern können. Das ist eigentlich also das ist der Ansatz. Was machen die? Die machen einen Test, und zwar vor dem Studium, also geht es auch hier um technische Studienrichtungen, zur Mathematik und ein Mathematiktest, wie man sich den vorstellt. Und der beginnt hier mit 431 Studierenden. Und nach Ende dieses Testes haben sie eine Punktezahl und ihnen wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gesagt, wie lange sie den Bachelor brauchen. Das sind also jene 187, sagen wir 25%, super, ihr werdet in 3 Jahren fertig werden. Bei 174 sagt man, also bei 40%, ihr werdet vielleicht ein Semester länger brauchen. Und ihr 150, ihr werdet den Bachelor nicht fertig machen, sagt man ihnen, aufgrund dieses Testes. Die Trefferwahrscheinlichkeit von dem Ganzen ist 80%. Ja? Jetzt könnte man sagen, na, ich bin nicht bei den 80%, ist denen völlig klar, ist völlig okay. Man konfrontiert mit Studierenden sofort mit dem Thema. Und sagt ihnen das, ja, mit der Idee, dass sie vielleicht überlegen, sie sollten, sie sind im falschen Studium oder sonstiges, sie glauben also eben, wie das ist. Und da sieht man das dann, diesen Strom, also das ist jetzt quasi vergrößert, also diese Leute hat man drüber gezogen und das ist dann das Ergebnis. Also die Schwarzen sind tatsächlich aus dem System gefallen, ja. Die haben es nie geschafft. Das sehen die halt, ne? Das ist die Datenlage. Ja, die werden sehr früh konfrontiert und ich sag bewusst im Westen Europa, dort sind die Universitäten schon, England sowieso schon, Holland, Belgien und so weiter, die machen das so. Ja, also die wollen, dass man die Leute schnell konfrontiert, sie darüber aufklärt und sagt, wir wissen aufgrund der Datenlage, wie es ausschaut. Ja, da sind wir in Mitteleuropa noch geistig weit entfernt von diesen Dingen. Ja, aber ich höre mir das an und denke mir, na puh, wenn die das bei uns machen, na, und so weiter und so fort. So einfach ist es nicht, aber gut, es ist nur eine Tatsache, dass es dort schon passiert. Was die auch machen, und das ist auch spannend, ist Predictions im Sinne der Voraussagen. Da kann man sich Folgendes anschauen und sagen, das ist über meine Prüfung. Ich liege so in der Prüfungs-, mit meinem Prüfungsergebnis, also wir kennen die Prüfungsergebnisse der letzten 20 Jahre in dieser Prüfung. Wir können Ihnen also zeigen, also wie Sie liegen, einmal im Vergleich also jetzt zu der Studentenkohorte dieser Prüfung. Und also eine gausche Glockenkurve drüber legen und Sie sehen, naja gut, ich bin eh in der Masse gelegen. Mal ganz gut. Ja, das wissen Sie einmal, das Prüfungsergebnis sich. Und aufgrund dieses können Sie dann dort definieren, welche Prüfungen Sie weitermachen wollen. Und man sagt Ihnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit, wenn Sie sich dieses Paket vornehmen, sie das schaffen werden, weil es gibt ja genug Vorgänger von Ihnen, die das auch versucht haben und man sieht, also das NA steht für, sie schaffen das nicht. Also wenn sie glauben, dass sie dieses Paket in den nächsten halben Jahr hinter sich bringen werden, man gibt ihnen mit großer Wahrscheinlichkeit den Hinweis, wahrscheinlich haut das nicht hin. Und versucht das also so zu optimieren und sagt, naja, schauen Sie, da sind aber drei grüne Felder, da gibt es also, wenn Sie dieses Paket nehmen, da haben Sie dreimal wahrscheinlich daneben gehauen und vier Prüfungen werden Sie schaffen. So von den Datenlagen, die wir kennen. Dann versucht man also unterstützend zu wirken im Sinne der Voraussagen, ein realistisches Bild abzugeben. Ja, also die Datenlage haben die und machen die auch. Also die Engländer, die also quasi wirklich konträr zu uns denken, also die englische Datenschutzlage ist genau umgekehrt. Dort müssen die Studierenden getrackt werden, wirklich, da steht im Gesetz drinnen, jeder Studierende im Campus muss getrackt werden. Sagen, das ist total gut, weil damit können wir unsere Studierenden quasi, wir kümmern uns ja darum. Wir kümmern uns darum, wir zeigen ihm, so schaut es aus, das musst du machen, dort geht es weiter und begleiten den. Ja, die haben also ein ganz anderes Bildungssystem, also das mit unserem auch nicht vergleichbar ist, weil bei uns kommen 100 rein und vielleicht kommen 20 raus und dazwischen ist es uns auch ein bisschen egal, muss eh jeder selbst kämpfen. Und die haben also diese Idee, nein, wir wollen ja alle Studierenden im System halten, deswegen zeigen wir ihnen auch immer, wo sie stehen. Also das ist deren Ansatz. Und die, wie gesagt, machen diese Dinge so. Gut, also Learning Analytics, das zum Schluss war jetzt eigentlich nicht mehr Learning Analytics, das wollte ich irgendwie dazu sagen, also das, wo man die Daten studiert und Prüfungen zeigt, ist eigentlich das klassische Beispiel für Academic Analytics, das heißt also Dateninterpretation im Sinne von Organisationsaspekten. Ja, also Learning Analytics, die Frage wozu, ist also eine Möglichkeit, Einsichten zu gewinnen, ja, in Lernprozesse vielleicht, Ergebnisse, Aktivitäten, wie man auch immer, um eben daraus Vorgehensweisen abzuleiten, für mich persönlich, für eine Gruppe und so weiter und so fort, um tatsächlich was zu machen.
So, und meine dritte Frage ist, also wie machen wir das Learning Analytics, also eben mit dem Schwerpunkt auf Schulen, damit wir, also auch, wir uns sehr stark, also sehr früh auf das konzentriert haben. Also das erste ist ein scheinbar simples Problem, meine Studierenden dürfen jetzt alle den Mund halten und die Frage ist, was ist die schwierigste Rechnung des 1x1? Vor allem die Mathematiker sind aufgefordert, mir eine wissenschaftlich fundierte Antwort zu geben. Sieben mal acht, wer bietet was anderes? Ja, die Studierenden, habe ich gesagt, zählen nicht, weil die kennen das ja, weil haben sie bei mir nicht zugebracht. Sieben mal acht, bietet wer was anderes? Oder ist das heilige Meinung da drinnen? Jeder sicher? Sieben mal sechs, ja. Also ich erwähne da immer, wir sind im Jahre 2017. Ja, wir tun alles so, wir haben das alles im Griff. Und wir können diese einfache Frage nicht beantworten. Das ist wohl simpler geht es nicht. Also ich als Informatiker war der Meinung, diese Frage ist wohl gelöst, habe in der Literatur gekramt. Wir haben gesucht. Ja. Da haben wir eine einzige Publikation gefunden, der irgendwie 1000 Rechnungen von Kindern mitgetrackt hat. Ja. Das war der einzige, den wir gefunden haben, der irgendwie die Gedanken gehabt hat, was ist denn eigentlich die schwierigste Rechnung? Weil es ist schon eine spannende Frage, weil eigentlich müsst ihr den Unterricht dementsprechend aufbauen. Ich kann da nicht einfach herum reinlernen, oder? Also so wäre ich das angegangen. Vielleicht bin ich ja zu viel Analytiker oder sonstiges. Aber ich hätte die Idee gehabt, man hat das aufgrund eines didaktischen Modells, aufgrund von Erfahrungen, wissen wir, wie sich das verhält. Gut, also 7 mal 8 und 8 mal 7, ist, also knapp daneben ist auch vorbei. Die schwierigste Rechnung ist traditionell 6 mal 8 na, oder 8 mal 6. 6 muss ich jetzt aufpassen, nein, 6 mal 8 und 8 mal 6, das sind zwei verschiedene Rechnungen für die Kinder, also es ist immer 6 mal 8 und dann kommt 8 mal 6 und dann kommt 7 mal 8, ja, das ist Nummer 3 und 7 mal 6 ist also auch noch, glaube ich, im roten Bereich. Also man sieht, die roten Bereiche sind also jene, die also offensichtlich der Menschheit schwer fallen. Warum traue ich mir das zu behaupten? Wir haben mittlerweile in der Datenbank mehr als 1 Million Rechnungen. Ja? Das hat niemand so einen Datensatz. Ja, ich habe ihn. Ja. Ich weiß, also, wie sich 1x1 jetzt verhält. Ich kann das sagen auf die gesamte Datenbank, die ich da habe, auf 1 Million. Ich kann das sagen pro Schule, ich kann das sagen pro Klasse und ich kann das sagen pro Kind. Ja, das heißt, Sie können so ein Bild jetzt für jedes Kind haben und sich anschauen, wo tut sich der kleine Maxi schwer. Und ich bitte dann, dass man den kleinen Maxi nicht 8x6 fragt, wenn er kein Problem hat, aber wenn ein 7x6 ein Problem hat, dass man ihn bitte 7x6 fragt. Und wir, was machen wir? Wir planen fest, stur runter unsere Tabellen und fragen uns nicht, ob irgendjemand eine Rechnung vielleicht nicht kann. Und wenn ich dann meine Studierenden, die so viel da in dem Bereich empirische Arbeit machen, dann mit 14 feststellen müssen, dass tatsächlich zwei Kinder gibt, die irgendeine Rechnung nicht können, dann muss ich fragen, hat das Schulsystem offensichtlich versagt? Ne? Weil wie so jemand höhere Mathematik schaffen, wenn das kleine 1x1 nicht sitzt. Und das liegt aber nur daran, dass wir gar nicht wissen, wo eigentlich die Problemfelder beim Kind liegen. Wir haben uns halt einfach an den Stoff gehalten. Ja, also 1 Million Rechnungen und das ist das, was Learning Analytics leisten kann. Ja, also Sie sehen auch, wir haben, das ist die Übersicht, die ich habe, quasi als Administrator vom System. Sie sehen, die Kinder schauen bei Ihnen so aus. Das müssen Sie sich vorstellen, sind also die Kinder, die da namentlich gelistet sind, von mir unkenntlich gemacht. Und jedes Kind hat also eine Zeile. Sie sehen also dann alle die Rechnungen. Grün heißt, die Rechnung wurde noch nicht, also leere Sterndal noch nicht durchgeführt, es gibt einen halben Sterndal, zum Beispiel hier, das würde heißen, er hat es einmal richtig gemacht, ein rotes Sterndal heißt, Achtung, da ist ein Fehler passiert und so weiter und so fort. Also wir markieren auch nicht dann für den Lehrenden, dass er hergeht und sagt, also wenn der rote Sterndal ist, um Gottes Willen, Katastrophe, sondern er wird einfach informiert vom System, wenn öfters, wenn Folgen auftreten oder wenn öfters der Fehler vorkommt, dann wird er informiert, Hilfe, wir müssen was tun. Wie schaut das aus jetzt? Also so schaut die Oberfläche aus, Sie können das also unter schule.learninglab.theograz also frei verwenden, mit den Kindern machen. Das Kind sieht zum Beispiel auch das, die hat also auch ein Übersichtstable über das Gesamte, was schon geleistet worden ist und so weiter und so fort. Und was das Spannende ist, ist jetzt diese Analyse im Hintergrund. Sie sehen, der Strom, wenn ich mir auftrage, also zuerst, wer macht denn alles richtig, ist dieser hier. Und der Strom ist okay, da passieren Fehler, werden gemacht, es geht stetig vorwärts. Ja? Die kümmern uns nicht, ja? Das sind die Kinder, die einen normalen Lernfortschritt haben bei diesem Problem. Was uns wehtut, sind diese da. Da gibt es welche, die stecken. Ja? Wir reden da von hinten von 300 Rechnungen. Es ist nicht so, dass die nichts geleistet hätten. Ja? Und um die müssen wir uns kümmern. Ja? Da müssen wir hinschauen und sagen, Hilfe, das kann doch nicht sein, dass einer 160 Rechnungen macht und nur 10% aller Rechnungen richtig hat. Jetzt könnt ihr mich fragen, spinnt das Programm, spinnt der Rechner bei ihm oder kann das Kind nichts? Ja, und die dürfen uns nicht hinten bleiben, weil wir wollen ja irgendwie sicherstellen, dass das kleine 1x1 wenigstens so passt, dass es in der Unterstufe damit weitergerechnet werden kann.
Das ist das, wo wir versuchen, also das zu leisten. Man kann das noch krasser darstellen, indem man dann quasi also sagt, einmal oder zweimal richtig. Da sehen Sie dann, schauen Sie einmal, da gibt es ein Kind, das steigt und fällt wieder. Ne? Und wir haben 170 Rechnungen gerechnet. Also ich habe die Datenanalyse im Hintergrund und es passiert nichts. Man kann jetzt nicht sagen, dass das Kind da irgendwas lernt. Ne? Da passiert nur mal Fehler. Ja, und das sehe ich als die Verantwortung der Pädagogin und des Pädagogen, dass er sagt, ich kann die Daten liefern und kann sagen, hallo, bitte aufpassen und das könnte man jetzt nehmen und aus dem tatsächlich gezielter reagieren. Ja, und sagen, okay, da muss ich mehr hinschauen, bei denen da oben habe ich offensichtlich eh kein Problem. Die kann ich dann sagen, es gibt tatsächlich Kinder, die 2000 Rechnungen machen und alles richtig machen. Gibt es eine wunderschöne Tafel, der fährt da rauf und macht von da weg ungefähr 1800 Rechnungen alle richtig. Da muss ich mich fragen, was tut denn der da? Er kann das, offensichtlich könnte man den ein bisschen anders fordern. Also der macht offensichtlich gern Mathematik. Vielleicht könnte man den stärken. Das sind Sachen, die wir aus diesen Diagrammen ablesen können. Und das halt dadurch, dass wir diese Daten sammeln. Ja, das Ganze haben wir ausgebaut, also dank auch der Diplomanten und Diplomatinnen, die da sitzen. Wir haben einen Plus-Minus-Trainer gebaut, also wo wir hinschauen auf Plus-Minus rechnen. Es gibt also so etwas wie einen systematischen Nullfehler der Subtraktion. In der Regel ein Kind pro Klasse hat einen systematischen Nullfehler in der Subtraktion. Das heißt, es ist völlig egal, ob da 9 minus 0 steht oder 0 minus 9, es ist immer 0. Und das fällt Ihnen wahrscheinlich auch nur auf mit einer systematischen Datenanalyse. Durch viele Rechnungen sieht man, da ist immer wieder der Nullfehler. Ja? Und aufgrund dessen kann man die rausfiltern, die Kinder, und sagen, ja, bitte bei Addition und Subtraktion, da scheint es Probleme zu geben. Wir haben das gebaut für Multiplikationstrainer. Was ich nicht mehr oben habe, ist der Divisionstrainer. Die sind von der Analyse her schwieriger, weil natürlich da jetzt man nicht mehr nur sagen kann, es ist ein 1x1 oder sonstiges. Ich kann aber beruhigen, ja, die meisten sagen, also die Multiplikation ist ein 1x1-Problem, aber nur zu 40%. 40% in etwa sind tatsächlich 1x1-Fehler und der Rest sind andere Fehler in der Addition und so weiter und so fort. Ja, da sieht man den Multiplikationstrainer, man sieht das auch dann, wie wir den ausbessern und sagen, also da sind Fehler passiert, Folgefehler und so weiter. Eine umfassende Analyse, wo man sagt, da sieht man noch im Ergebnisstatus, da wissen wir es nicht, weil es ein Mischfehler ist, aber dort sieht man den Übertragfehler, zum Beispiel, also wo man noch Hinweise geben, passt auf, das Kind macht systematisch einen Übertragsfehler, kann offensichtlich nicht addieren oder nicht übertragen oder sonstiges. Also auch das haben wir untersucht. Und als letztes Beispiel, da kann ich also sehr schnell drüber gehen, ist eben der IDA-Block, der am Vormittag vorgestellt worden ist, eigentlich mit der gleichen Idee, auf die Sprache loszugehen. Die Sprache ist wesentlich komplexer. Ich habe mir damals gedacht, wie wir 2011 mit einem 1x1 angefangen haben, das haben wir in einem halben Jahr erledigt und wir machen heute noch Forschungsarbeiten damit, weil so viele Fragen auf uns zugekommen sind, die wir gar nicht in den Griff kriegen. Also ich frage immer beim 1x1 immer noch, was ist eigentlich, wenn die 8. Reihe das Problem ist? Und die 8. Reihe wissentlich die letzte Reihe ist in der Schule. Warum drehen wir es nicht um? Warum führen wir die 8. Reihe nicht früher ein? Hätte das Effekte auf das Lernen? Liegt es daran, dass wir die am wenigsten geübt haben? Und alle diese Fragen könnte man systematisch beginnen, also zu behandeln und mit also Kindern tatsächlich durchzumachen. Ja, also der IDA-Block, Sie haben das gesehen, versucht es dann in der Sprache in den Griff zu kriegen. Ist viel schwieriger, das Thema. Aber auch da arbeiten wir. Dahinter gibt es eben ein intelligentes Wörterbuch mit Kategorien, wo wir versuchen, die Kategorien zu clustern und den Lehrenden wieder Rückmeldung zu geben, Achtung, Kind Y hat Probleme in der Kategorie B. Dort mehr üben. Ja, das andere Kind dort mehr üben. Ja, und das ist eigentlich die Power von diesem ganzen Editor. Nicht, dass uns die Kontrolle abgenommen wird, sondern dass wir quasi Einsichten kriegen, die vielleicht also vorher nicht möglich waren, weil wir können nicht, Sie können versuchen, Texte so zu vergleichen, aber Sie werden da ewig sitzen dabei. Gut, ja, also da sieht man dann noch die Kategorieauswertung, das ist schon gekommen. Ich darf also mehr oder weniger abschließen. Learning Analytics ist also sehr stark noch einmal die Interpretation von lernerspezifischen Daten. Also es geht wirklich um den Lernen, den individuellen Lernprozess zu verbessern. Und das ist halt eben ganz wichtig. Es wird nicht funktionieren ohne Ihre Intervention. Also ohne die pädagogische Intervention, ohne dass ein Pädagoge oder eine Pädagogin was damit tut, sind die Daten nett. Ja, dann wird es den Kindern selber überlassen, den Eltern überlassen und naja, dann machen die halt die Erziehung. Ich kann Ihnen noch ein Schmankerl sagen, also ungefähr, weil ich weiß, wie viele User-Daten wir haben. 2/3 der User, die wir in der User-Datenbank haben, sind nicht aus einer formalen Bildungseinrichtung, sondern kommen über das Netz, weil wir das gratis zur Verfügung stellen. Nur 1/3 ist tatsächlich eine angemeldete Schule mit Kindern, und die halt offensichtlich betreut mit Lehrer und Lehrerinnen machen. 2/3 machen das einfach so. Offensichtlich gibt es einen Riesenbedarf da draußen, das sage ich auch dem Ministerium, weil also die Schulen sich sehr langsam bewegen, vielleicht weil die Infrastruktur auch nicht und so weiter, weil es auch schwierig einzuführen ist, aber es gibt eine riesige Datenmenge an einfach Kindern, die üben wollen offensichtlich und die das einfach brauchen, um also da weiter zu
arbeiten. Gut, das war's. Danke fürs Zuhören, für die schwere Zeit, 13 bis 14. Und viel Spaß dann auch in den Workshops und gerne Fragen. Ja. Warm ist da drinnen. Das ist das Licht wahrscheinlich. Ich hätte mal eine Frage als erstes. Das waren jetzt einige Beispiele aus dem Bereich der Primarstufe. Es wird dann wahrscheinlich im Bereich der Sekundarstufe natürlich komplexer, diese Sachen abzufangen oder Ergebnisse abzuleiten. Genau. Wie schaut's da aus? Also die Beispiele, die ich da bringe, sind gewissermaßen trivial, weil man sieht dort schon die Komplexität. Also alles, was wir aus dem höheren Bereich dann kennen, ist eigentlich Datensammlung, wo man versucht, also gewisse Daten zusammenzubringen und zu visualisieren. Die Aussagen sind dort nicht mehr so scharf möglich. Also man sieht also eher, dann geht es in Richtung Voraussagen, Visualisationen, Trends oder sonstiges, was dort absehbar ist, weil natürlich also auch dort die Datenlage anderer ist und auch viel komplexer wird. Weitere Fragen? Spannend, diese zwei Drittel, zu denen habe ich noch eine Frage, und zwar, wie erfahren die zwei Drittel von solchen Tests? Ja, das ist auch eine spannende Frage. Intervention. Also, wenn ich es hundertprozentig wüsste, würde ich dort mehr investieren. Ja, also, aber ich bin also quasi gelte in Österreich als der Vertreter der freien Bildung und des freien Bildungszuganges und auch der Inhalte. Und wir versuchen natürlich auch sehr viel also auf anderen Ebenen zu arbeiten und streuen das auch oft in verschiedensten Kontexten, sei es soziale Medien oder sonstiges. Und wir merken halt einfach, dass viele Eltern das aufgreifen und ihre Kinder da offensichtlich reinschicken. Und wir machen natürlich auch sehr viele Rundherum-Angebote wie Apps oder sonstiges, die im Prinzip wieder auf die Datenbank zugreifen. Und man kann halt dann nicht nur da nüchtern das Ergebnis eingeben, sondern irgendeine Rakete abschießen oder eine Blume pflücken, und damit rechnet man auch dauernd. Und über das holen wir auch dann Daten wieder rein, wo man dann wieder dem Kind quasi das so präsentiert. Also viele Bereiche, die also quasi der eigentliche Kernschulbereich gar nicht mehr im Griff hat, sage ich einmal. Und dort offensichtlich der Markt ist dort riesig. Weitere Fragen? Bitte. Nicht unbedingt eine Frage, aber eine Ergänzung. Wir Mathematiker stellen immer fest, dass neben den Textaufgaben die Algebra große Probleme macht. Also ich könnte mir vorstellen, nach dem kleinen 1x1 ein Ansatz mit Binomen, Algebra, Stoff der dritten Klasse. Ließe sich, glaube ich, eher umsetzen als ein Oberstufenstoff, oder? Solange es eingrenzbarer ist, ist es immer einfacher jetzt umzusetzen, weil der Fehler eingrenzbarer wird. Das ist unser Hauptproblem, ne, dass man Tendenz absagen kann. Also die Möglichkeiten sehe ich auch groß und werden auch passieren langfristig. Ne? Also wir zeigen jetzt mit diesen Forschungsarbeiten nur, was möglich ist und wie man darüber nachdenken kann, wie die Analyse ausschauen kann. Und was wirklich die Idee dahinter ist, nicht, also wir wollen niemanden ersetzen, da geht es überhaupt nicht um Automatisierung und Lehrer weg, sondern viel mehr Hilfswerkzeug. Ja. Und heißt auch, dass die Lehrer und Lehrerinnen viel kompetenter sein müssen, was eine statistische Aussage ist. Ne, weil 80% heißt natürlich, dass nur 80% Wahrscheinlichkeit ist, ja, aber ist halt höher. Ja. Okay, danke nochmal für den interessanten Vortrag. Und weil ich gesehen habe auch, dass einige Fotos gemacht haben von den Präsentationen. Es werden die Präsentationen kommen auf die Homepage, zumindest ein Link zu den Präsentationen, und auch die Livestreams, die wir hier aufgezeichnet haben, sind dann im Internet abrufbar, sodass man sich dann nochmal die Details anschauen kann und das Ganze nochmal nachschauen kann. Danke. Danke.